Der Heilige Gallus war ein Wandermönch und Missionar, der vor allem im Bodensee herumgewirkt hat. Er gilt als Gründer der Stadt St. Gallen. Im Jahr 612 ist der Gallus hier am Wasserfall bei der Mülleggschlucht über einen Dornenbusch ausgestolpert. Das hat er als göttliches Zeichen gedeutet und hat darum beschlossen, hier zu bleiben. Das war der Anfang vom Bistum St. Gallen und der Stadt St. Gallen. Heute, 1400 Jahre nach dem Ereignis, gedenkt St. Gallen mit verschiedenen Veranstaltungen ihrem Heiligen. Eine davon ist die Gallus-Tour. Die führt an verschiedenen Sehenswürdigkeiten vorbei und lädt ein, Spezialitäten der Stadt kennenzulernen. Gestartet wird die Tour hier beim Kibbutz-Shop an der Gallusstrasse, gerade neben dem Kloster. Damit man die Gallus-Tour möglichst bequem begehen kann, kommt man für einen halben Tag gratis den Schweizer Luftsohlenschuh Kibbutz über. Dazu gibt es ein Badge, mit dem man verschiedene Vorteile geniesst. Vom Klosterplatz aus geht es über den Gallusplatz zur Stiftsbibliothek. In den 160'000 Büchern sind über 1'000 Jahre Zeitgeschichte festgehalten. Bücher über den Gallus gibt es bei der Buchhandlung Rössli dort St. Gallen. Ein Abstecher in die traditionelle Buchhandlung lohnt sich. Die Tour führt in der weich elastischen Luftsohlenschuhe weiter durch die Altstadt. Am Anfang sind die Teilnehmer von der Gallus-Tour noch ein bisschen skeptisch gewesen, was Spazieren im Kibbutz betrifft. Es ist schon speziell. Es ist schon ein anders laufen als in den normalen Schuhen, die man so kennt. Es ist ja, weicher. Man muss sich ein bisschen daran gewöhnen. Ich habe das Gefühl, ich gehe ein bisschen hinten raus zuerst. Aber das war relativ schnell weg. Und ja, jetzt ist es lässig, so mit diesen Schuhen zu laufen. Ich bin relativ angenehm überrascht. Ich habe meine eigenen Schuhe, die mir passen, und ich bin skeptisch gewesen, aber es ist recht angenehm zu laufen. Vor allem, wenn man ein paar Kilo zu viel hat. Diese Skepsis ist rasch verflogen. Die Stadtwanderer haben den Vorteil der Luftsohle entdeckt. Ja, also mit meinen Schuhen, die ich sonst schaue, habe, werde ich schon ein bisschen müder. Also die sind schon bequem. Es gibt weniger schwere Beine, es fühlt sich angenehm an, man hat Ausdauer mit diesen Schuhen. Das Einkaufen gehen und lange in der Stadt rumlaufen, das spüre ich schnell. Ich bin dann schnell müde und kriege Rückenweh, und mit den Kibbutz geht das also wunderbar. Da kann ich viel länger unterwegs sein als mit den normalen Schuhen. Es ist recht gut gefedert, wie ein Auto mit weich eingestellter Federung. Bei der Metzgerei Riedmann degustieren die Gallus-Tour-Teilnehmer die Spezialitäten. Natürlich darf hier auch eine typische St. Gallen Bratwurst nicht fehlen. Weiter geht es zu der Bäckerei Schwitte, wo man beim Einkaufen als Gallus-Tour-Teilnehmer noch feins präsent überkommt. Die kulinarische Reise macht den nächsten Halt in der Käslaubenkündig, wo man den feinen Klosterkäse probieren kann. Bevor man die bequemen Schuhe abgibt, gibt es in der Schokolaterie am Klosterplatz dann noch etwas Süßes. Gallus Tour hat mich richtig fein gedunkt jetzt. Erstens einmal St. Gallen ein bisschen kennenlernen, in Gässeli kommen, wo ich sonst nie war. Jetzt nach 2 Stunden habe ich überhaupt kein Rückenweh, was ich sonst schnell habe beim Einkaufen mit normalen Schuhen, aber mit der Kibbutz habe ich das überhaupt nicht. Also es war ein richtiger feiner Vormittag. Ja, es ist wie auf Fedra oder Watte oder so laufen. Es ist fein weich. Ich finde es angenehmer als mit anderen Schuhen, weil es einfach weicher ist und mir wird nicht so müde. Obwohl wir jetzt fast 2 Stunden kreuz und quer durch die Stadt St. Gallen sind und einen spannenden Einblick in die Wirkungsstätte des Gallus gewonnen haben, fühlen sich die Füße, ja der ganze Körper, noch ganz frisch an. Das Geheimnis liegt im einzigartigen Luftsohlenschuh Kibbutz. Die Gallus-Tour ist ein Erlebnis für alle Sinn. Wer das besondere Laufgefühl selber erleben will, kann sich direkt beim Kibbutz-Shop St. Gallen melden. Der organisiert mit dem Partnerzimmer die Gallus-Tour.